glaube, so 13 Uhr, 10 Uhr, 9 Uhr, okay. Also irgendwie ich bin so. Dabei. Ich alle Regners? Nee, alles bewölkt, okay. Hey, okay, was für Insight in der ersten Kurve? Wer hat das vor uns eigentlich gesagt? Wie soll ich jetzt Medien? Achso, ja. Ab in die Divebomb, los geht's. So, ab in die Divebomb. Bin auch wieder da. Wer eine bessere Divebomb schafft, ist cool. So, Rennen geht los. Alter, das ist voll. Adi hat 2017 haben wir Bock, dass so eine Kurve feiern wollte. Ich hab Lust auf dein Battle. Ralf, ich geb dir einen Tipp, ich mach das wirklich. Ich fahr mein Rennen. Oh nein, ey, das wollte ich hab Angst. Achso, Einführungsrunde. Da war ja was. Ach, egal, jetzt hab ich mein DS. Warte, ich hab's. Was machst du denn? Digga, er fühlt es. Ich glaub, Luis war einfach disqualifiziert, sag's ganz ehrlich. Also aus der Einführungsrunde. Ich glaube, Luis weiß, was eine Einführungsrunde ist. Ja, natürlich. Er macht einfach den Lando. Luis weiß auch nicht. Das hat er in seiner MyTeam vor uns auch gemacht. Einführungsrunde einfach durchziehen. Ich nicht. Ich meine, erlaubt ist es ja, bloß ist es halt echt. Ich kann dir wie man seine Reifen aufwärmt. Ich mach einfach die Aufwärmstrategie von Ralf. Ja. Ich zeig dir das, pass auf, ja. Das Gute ist halt, dass ich mit dem Feld bin. Ich glaube, meine Aufnahme muss gerade so gewackelt haben, ne? Wieso, was passiert? Ich hab mein Lenkrad so hin und her geruppt hab die ganze Zeit und da wackelt noch mein ganzer Tisch, das heißt meine Facecam auch. Digga, Verstappen! Achso, ja, das hab ich schon, ich hab das irgendeinem Streamer von dir schon gesehen, ich glaube in Belgien. Verstappen, also ich finde, da kommt mich auf eine andere Position. Ich bin Scroll vielleicht reingefahren. Ich hab's gesehen in der Innen. Digga, warum ist Verstappen auf das Gesicht sehen? Das ist unrealistisch. Ja, der war letztes Rennen erster. Gar nicht wahr, das letzte Rennen war Dings erster. Ey, jetzt ja, also, ich meine jetzt wegen diesen Disqualifikationen halt. Ja, schlechtes Quali, wenn er möchte, hat keine Runde zu kriegen. Tom, du bist perfekt, Tom, du bist perfekt. Digga, ich werde vom 2021 so feiern, nur weil die KIs schon auch crashen können. Digga, Luis. Die KIs können auch jetzt crashen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, aber kaum. Also da ist wirklich hier wirklich gering. Hier ist es bloß ein bisschen seltener, dass sie crashen. Was haltet ihr von dem neuen Schadensmodell? My life, ja. Finde ich voll nice. Wo bleibt denn ihr? Ich bin schon in der Nähe. Aber von diesem FN2... Oh, Digga, fuck. Luis, einfach halt dein Maul. Ach, Luis fährt Digga. Ja, Raphael ist schon da, what the fuck? Ja, ja, ich war halt schneller als ihr alle, ihr seid, pssst, das war Stroll. Ihr seid einfach alle zu scheiße. Genau, Stroll. Das Pointer, es kann sein, dass ich mich direkt rausfahre am Start, wenn ich direkt Fullgas gebe und ich mit Traktionskontrolle ausfahre. Es könnte sein, dass du vielleicht auch einen DNF bekommst. Ja, was stellt sich meiner so schräg hin? Will ich nach rechts, will ich nach links in die Wand oder was? Ah, hallo, das Pointer. Aber ganz ehrlich, soll ich wirklich die erste Kurve nicht mehr? Nein, Luis, du fährst normal. Alle ernst nehmen, Luis. Alle auf Ernst. Warum? Das ist doch viel lustiger. Alle auf Ernst hier jetzt. Oh, für einen guten Start. Wir fliegen schon früh, ich sehe schon. Ja, meiner Sache. Oh, Giovanni hat die. Nein! Alter, 3-1. Hey, Luis, gut durchgekommen. Alter, nee. Giovanazzi, fahr vorbei! Luis! Ah, Alter, Luis! Ich musste Giovanazzi den Platz zurückgeben, obwohl ich den... Warum? Keine Ahnung. Angeblich... Ja, Luis! Obwohl ich den nicht einmal unerlaubt überholt habe. Da habe ich aber schon das überholt und dann bremst du so ab und er überholt mich wieder. Oh, hier sind alle geghostet. Free win! Nein, hey, ich kann nicht abgeben. Ralf, ist das dein Ernst? Ja, hallo, ich konnte nirgendwo hin. Hallo, ich konnte nichts anderes machen, sorry, aber ich wäre sonst auch in der Barriere gelandet. Bremsen, nee, warte mal, kennst du ja nicht. Breaking Point Ralf. Ja, guck, ich bin Breaking Point Ralf. Ja, das steht in seinem Namen, da musst du mal gut aufpassen, Freunde. Du hast das Intro gemacht. Ja, ich merk's gerade. Und gegen die Bande. Warte, wir fahren Luis. Mit 19. Digga. Man wird geghostet! Nein! Ja, wahrscheinlich habe ich da Luis ihn wieder hinzuzufügen, weil wenn man den auswählt, fehlt ja mal. Round of the outside, ja, auf Luis! Oh, Gearbox Failure, guys, no Gearbox Failure! Tomax, fährst du weiter oder gehst du in die Box? Ich hatte gerne einen Frontflügel, aber geiler Frontflügel ist für mich besser als grün, aber es ist, glaube ich, nochmal 1000 Mann die Wand. Ne, ich hab roten, Digga, deswegen. Chio! Mach nichts Falsches jetzt, Chio Minazzi. Chio Minazzi. Ich bin in der Box. Zum ersten Mal von 39. Mann, ich hatte so ein gutes Qualified. Ey, ich hab einen gelben Flügel, obwohl mir nicht angezeigt wurde. Das Ding ist nicht mal aufgeploppt. Ziemlich erst aber ganz schön beschiss. Los. Fuck, was war das denn gerade? Leichter Quer. Oha, meine Kurve gehe ich immer auf. Dominik, weißt du, was ich falsch gemacht hab? Was? Ich hab zweimal Sprit eingepackt und somit war ich bei plus 3 Runden einfach. Ja, ich bin bei plus 2,5.
Ja, natürlich. Hätte ich nicht gut gemacht beim Start, muss ich sagen. Plus 4. Hm? Was hast du gesagt? Ich hab's nicht gehört. Macht sich beim Start nicht so gut, wenn du über 3 Kilo mehr hast. Ja, ich weiß. Na gut, du hattest 0,5 Kilo mehr, weil ich hatte ja auch 2 Runden mehr. Also wie viel Rückstand habt ihr zu euren... Ach doch, weißt du was, Fashionbox, obwohl ich Mediums habe, ist Fashionbox. Wie viel Rückstand habt ihr auf euren Vordermann? Ich habe 31 Sekunden. Ja, Ramias hat 0,5. Oh, Tomix, was hast du gemacht? 2 Milliarden. Worthless den. Und weh, du haust dich wieder über den Kopf, ja? Also was heißt wieder? Ich kann nicht ausweichen, Tomix, haben wir doch gesehen in Belgien. Wie bitte? Ich kann nicht hattest ausweichen, haben wir doch gesehen. Hattest du am Start genug Platz drum? Ich wollte es aber nicht riskieren, deswegen habe ich auch nicht so gefeiert. Komm, Box, einfach vor das Spoiler, bitte, Günther! Ich hab Gio wieder so einen gelben Frontflügel gemacht. Ne, der wollte mich so überholen, sag ich ganz ehrlich. Digga, Box, mach dir! Moin, Killian. Teamfight bei Renault? Digga, komm bitte! Fuck, das hat mir den Frontflügel gekostet? Hä? Digga, nee, das ist gerade im Tunnel, hast du das gesehen? Ich bin ganz, ganz leicht an die Wand gekommen. Oh. Ja, Frontflügel. Hab ich dich? Jawohl, ich hab dich. Nee, weißt du was, du hast mich nicht. Ich bin nur hinter dir. Ich hab dich schon eine halbe Stunde. 3 Sekunden Strafe, wollen wir darüber reden, Tomix? Warum hast du eine 3 Sekunden Strafe? Haha, weil. Digga, ich seh meine Strafen halt nicht mal. Ich seh nicht mal irgendwas. Ich sehe halt nicht mal welche. Ich glaube, ich weiß warum. Fährst du mit, dass du automatisch, dass der Bot automatisch aus der Box. Hat man was Bildschirm anzeige? Oder musst du selbst fahren? Tomix, musst du selbst aus der Box rausfahren oder macht das der Bot für dich? Nee, ich mach selber. Ja, dann hast du bestimmt die Linie übertreten. Oder überfahren. Da gibt's nur 3, ich dachte, da gibt's eine Durchfahrtsstrafe für 4. Oh Gott sei Dank. Nein, da gibt's keine Durchfahrtsstrafe, da gibt's 5 Sekunden, nicht 3. 3 ist für Cutting. Dokinix, auf was hast denn du KI gestellt? 90, wie gesagt. Okay. Dann ist die in Monaco einfach schlechter. Ach, Kurve abgekotzt, wo denn? Wo hab ich eine Kurve abgekotzt? Ich war. Digga, ich hab eine Kurve abgekotzt, wo ich in der Boxengasse war, ja, richtig bloß. Wo hab ich eine Kurve? Digga, also ganz ehrlich, nee, fickt euch. Das Game mag dich halt. Digga, ich hab eine Kurve abgekotzt, weil ich aus der Box rausgefahren bin. Oh Gott, Alter. Da war die Wand. Alter, die Reifenverschleiß ist ja auf der Strecke anders hoch. Ich habe in 2 Runden 10% auf dem Reifen gehabt. Warte, ich weiß doch mal, was der mir vorschlägt. Ich soll bis Runde 2, bis Runde 15 durch. Oh Gott. Bis Runde 15 durchfahren und dann auf Mediums. Das schaffen die Reifen niemals. Doch, das schaffen wir schon. Ich gehe dann nochmal auf Mediums. Zum Learn Slow Strategie. Harte Reifen aufziehen. Ich glaube du. Ja, danke, Jeff. Ich bin aber auch in Runde 5. Was ist passiert? Wonach sieht's denn aus? Was denn so? Spinala. Tomix wird seinem Namen gerecht. Ich mach's alle Challenge, ich geh's einfach jeden Runde in die Box. Ich hab mein Titel schon. Ey, ich hab jetzt 8-mal die Barriere getroffen, Digga, ich hab immer noch keine DNF. Ja, Monaco ist aber auch, eine Scheißstrecke. Das war nie knapp, dann hab ich Stroll jetzt in der Box. Ja, Stroll ist in der Box. Monaco anschauen, okay, aber Monaco fahren ist alles. Ich hab einen Hit gemerkt, also ich wurde in der Kurve nach vorne. Mann, ich bin angeschluckt. Ja, aber es war ganz leicht nur. Oh, fuck, ja, verbremst. Es ist mir auch ziemlich am Anfang mal passiert. Nein, Luis kommt vor mir wieder raus. Oh, Stroll krieg ich aber. Okay, die Kurve kann ich schon nicht mehr voll fahren, sonst schaffe ich die nicht. Oh mein Gott, ich hab Stroll bekommen. Das war richtig close mit Stroll gerade. War so ein richtiger Fan. Es ist Ghosting von mir, du musst nicht zur Seite fahren. Ja, so ein trotzdem, bisschen. Ich mach's real. Was bekommst du jetzt DRS eigentlich? Auf Tomex. Mhm. Hab ich doch gern gemacht. Den haben wir vorne letzte Runde bekommen. Also ich bin jetzt wieder auf dem Platz, wo ich letzte Rennen ins Ziel gekommen bin. Nur, dass hinter mir alle DNF waren damals. Wo ich aber war. Jo, nice! Der vor mir ist, der ist schon 7 Versuche so am Ende. Ich denke, das Rennen gewinne ich noch. Ich muss immer aufpassen, dass ich den Nico Rosberg mache. Ja, jetzt habe ich im Kopf. Ja, direkt an der Abox-Ausfahrt an den Frontflügel angestoßen. Natürlich. Ganz gleich nochmal reinfahren. Nee, also der ist ganz leicht angehauen, aber wirklich noch. Das Problem ist, wenn du jetzt sagst, ich muss aufpassen, oder dass der nicht, oder dass ich nicht den Schuhmacher mache, dann ist die Frage, welchen?
gerade in Herpin muss ich aufpassen, dass der Simulationsschaden macht, macht du den reinstehen. Ja, denke ich auch so. Bei Simulation werden jetzt schon einige rauslaufen, ja. Die Simulation würde ich feiern. Dann hätte ich in der, da hätte ich bei der Tunnelaktion nicht nur meinen Frontflügel halt verloren, sondern meinen Reifen. Luis, wie hart fightest du? Sehr hart. Gut, dann back ich auf und lass schon meine Reifen. Okay, ich hab Flügelschaden. Okay, Luis, du bist mich wieder los. Untersteuern in Casino. Ich mach's aber den Leclerc, Leute, ne? Nein, ich geh nicht auf den 8 oder 2020. Ich hab mir auch aufquatschen, ich nehm die nicht. Vor allem, ja, und dann haust du den roten Frontflügel an, Digga, das ist so scheiße. Ich fahr nicht 30 Runden auf Mediums, wenn ich nur 7 oder 8 auf Softs schaffe. Warte, Leute, das ist echt so, da musst du ja am Ende nochmal. Leute, wer hat's im letzten Turn rausgehauen? Upsa, sorry, ich muss abkürzen. Raphael? Was, ja? Wer hat's im letzten Turn rausgehauen, also dieser Bande dort? Ich stell das mal nicht an, Luis. Auch Leclerc. Ich hab mal lieber jetzt schon auf Harte gestellt, ne, dass ich das dann vergesse. Dann kriegen wir wirklich Mediums auf. Und den Schuhmacher! Ach ja, Digga, roter Frontflügel, fickt euch. Aber die Wand. Ah. Aber es geht halt actually klar mit dem Flügelschaden, hätte ich nicht gedacht. Aber mein Flügelschaden geht auch klar. Leute, es ist komisch, aber ich hab bis jetzt noch gar keinen Schaden. Monaco kommt vielleicht geistig. Auf einer Seite ist das eigentlich reicht mir jetzt mit einfach die. Ich mach Wehrlein. Nee, Wehrlein nicht. Da muss ich ja. Wie du überlegst, Alter. Nee, ich muss ja immer drum spinnen, damit ich Wehrlein machen kann. 44. Ich bin bei 57. Oh. Ich hab's 24. Real Life Puncture, nein. Jo. Digga, Luis, wo kommen deine 5 Sekunden her, wollen wir drüber reden? Er hatte 10 Sekunden. Er hatte? Achso, das ist doch... Einmal 5 Sekunden richtig, dass dein Kurve Club abgekürzt blöd geht, und 10 Sekunden... Und den Leclerc! Oh, Safety Car, was passiert? Oh! Ich hab den Leclerc gemacht in der Turn 21. Digga, Dominik, wir fahren die Kurve immer so unterschiedlich, ne? Ja, ist halt wirklich so. Oh mein Gott, Dominik, was ist das? Ich komm jetzt rein. Wie viel hast du auf Abtrieb? Wie auf Abtrieb, was meinst du? Oh, Tomix! Wie viel Abtrieb du hast? Alter, hast du mich erschreckt. Wo sieht man das? Erschrocken, der Herr. Na, über den Reifen, welche du haben willst. 8. Okay. Ja, ich auch. Ja. So, rein, 9 Flügel holen auf Warte und dann wird hier durchgeballert. Vielleicht sind ja Punkte drin, Kappa. Digga, wer hat Albon gerade weggerammt? Albon, ich dachte, das war Jere. Fertig, los jetzt. Ich dachte, Safety Cover wegen uns, Jere. Nee, war Tomix, der hat den Leclerc gemacht. Ja. Okay. Alter, du bist 20 Ort. Sekunden, WTF. Oh, zum Glück komme ich vor dem Ferrari hier raus. Oh, Dominik, das war so knapp noch. Das war so knapp. Holy shit. Ach, ihr seid hinter mir in die Box, chillig. Ich bin gerade aus der Box raus. Nice, am Wolfsrack. Ihr seid hinter mir in die Box. Oh mein Gott, ich werde jetzt fast ins Safety Car reingeballert. Ja, alle in der Box. Ja, du kannst doch am Safety Car vorbeifahren. Ja, schon, aber ich wäre fast reingeballert gerade. Warum? Okay, hast du Boxassistenz nicht an? Ja, dann kommt das auch bestimmt bei uns klar. Oh mein Gott, das ist schon. Ah, fuck, die warten ja nicht. Ja, das war eigentlich eine schlechte Idee, sich Harte zu holen. Weißt du, wie kalt die jetzt werden in Monaco? Was? Meinst du mich? Nein, ich habe Jahre gesagt vorher. Achso. Ich habe mir auch Harte geholt, deswegen. Ich habe euch nicht richtig zugehört. Achso. Das ist der ganze Vorsprung weg, den wir auf Trotz raus hatten, Jahre. I have the hard on. Wir hatten okay. Schon einige überholt. Okay, next. Ja. Hättest du nicht mal Bock, den Safety Cannon rauszufahren? Wir hatten, glaube ich, 8 Sekunden oder so auf den ersten Spot. Wir haben halt jetzt schon mehr Spannung hier in dem Rennen als in Monaco in Real Life. Ja, da hat er da wenigstens gerade das Boxenjob bekommen. Oh, Digga, ja moin. Ich fahr vorwärts in die Wand rein, mein Hinterreifen. Oh, Luis. noch ein längeres Safety Car, als Luis gut gemacht. Red Flag. Ihr seid ja. Swimmingpool schon, holy fuck, Alter. Also wo ich stehe, müsste aber geschwächt werden gehen. Das Pointer, welcher Platz bist du? Warum ist das Center so kacke langsam? Warum ist das 130? Das ist einfach 130 fährt. So, ich drück Alter 4 für das Game, weil das Game mich aufregt. Also Monaco zu fahren, ist actually trash, dieses Game. Ja.
Ich mag die Strecke. Du fährst ein schönes Battle mit mir. Du fährst halt im Game viel schneller die Kurven als wie in Real Life. Ich würde halt gerne die Kurven wie in Real Life fahren, das heißt halt schön. Jo! Was? Drei Köln hat eine Strafe mit Magnussen, ne? Kollision. Magnussen. Tom, moderier mal. Dann guckst du ja auch noch zu. Ja, Tom. Geduldige ist wie bei mir Kimi Räikkönen. Der immer nur geradeaus fährt in der. Ja, ist halt wirklich so. Dokinex kann jetzt in seinen. So links, rechts. Dokinex kann jetzt seinen Titel nicht verteidigen. Er kann es nicht. Also meine Strategie beim Reifen aufwärmen, Dokinex kennt sie ja schon. In die Wand rein. Weißt du, was traurig ist? Ich habe hinterm Safety Car 2 Sekunden verloren auf meinen Vordermann. Der Safety Car bleibt wirklich noch ein paar Runden draußen. Ich bin jetzt erst in Runde 10 gegangen. Ja, weil ich und Luis hintereinander wechseln. Mach mal Eier, what the fuck? Ich coache eher so hart, wie ich kann. Albon 5 Sekunden Zeitstrafe. Schnellkollision mit Vettel. Schön. Freunde, wenn du dich gleich noch in die Wand haust, Alter, ich lach dich so aus. Jetzt haben wir schon das Safety Car. Hallo! Was ist das wirklich auf Medium zu Luis, die haben keinen Bock auf dich. Wir hatten so viel Vorsprung, ne? Das Safety Car kann auch draußen bleiben, wenn das Pointer nicht in der Gruppe ist. Oh, das war nämlich echt? Du meinst aber, das geht dann nicht rein. Also es geht früher rein. Also jetzt wird es noch nicht reinfahren, glaube ich, sonst wäre die Meldung schon da. Digga, wo ist das Pointer denn? Ich bin im Tunnel. Das Pointer fährt geradeaus! Ja, muss die Safety Car Kolonne einholen. Wir fahren jetzt gerade um die... Ich hab Flügelschaden! Ich will schon, warum ich die KI fahren lasse. Dann würde ich auch jetzt, wenn du in die Box möchtest, dann auf jeden Fall jetzt würde ich sagen. Ja. Dann sag ich einfach mal, nehmen wir die los, dann verpennt den Restart. Kann ich die Reaktionskontrolle auch mit meinem Rad umstellen hier? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch auf KI umgestellt, Jahre, damit ich nicht aus Versehen für deine KI zuzeitig bremse oder so. Also ich sag mal so, es gibt schon drei KIs, die 5 Sekunden Zeitstrafe haben. Meine KI hat einfach straight geradeaus. Digga, hat die KI schon mal was beim Reifen aufwärmen gehört? Ich würde behaupten, ich bin gerade der schnellste Mann auf der Strecke. Ich habe in 3 Runden von 24 auf 5 Sekunden runtergefahren. Digga, what the fuck? What the fuck? Digga, okay, Erstfahrer des Tages. Das wissen wir schon. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ich bin da. Mache. Hinter Stroll. Ja. Und wenn wir Glück haben und das Game schlau ist, dann geht das Safety Car jetzt rein. Oder wir müssen noch eine Runde fahren, weil das erstmal anstatt Ziel erkennen muss, dass du dran bist. Und dann fährst du noch eine Runde und noch eine Runde bis zum Ende. Oh das nee, ist okay, jetzt erster. Das kann jetzt ewig dauern mit der Schikane. Der ist aber besser in der Einführungsrunde. In der Einführungsrunde ist es geblieben. Okay, es klappt wirklich besser als in der Einführungsrunde. Runde Wand. Kann ich das Safety Car irgendwie spectaten? Das würde mir auch Spaß machen. In Bernd Meilen. Hey, alle fahren hier so langsam. Rein, das triggert mich so hart. Deswegen Tom. Können wir einfach aus Kanada die Wall of Champions reinbauen? Und da crasht einfach jemand. Safety Car geht in dieser Runde rein. So, Doki, jetzt kannst du mir vormachen, wie du scheiß Safety Car Restart machst. Ich hab gleich den RS hochstellen. Du hast bloß nicht gekriegt. Ja, das ist bloß nicht verstanden. Hättest du mir gesagt, dass das nach dem nicht weitergeht? Hätte ich noch nie gemacht. Ach komm, bleib nicht stehen, Jungs. Ich sag, jetzt hab ich's im Fernsehen gesehen. Ey, hier sind Lücken im Zimmer. Schnauze. Ah, jetzt hab ich Flügelschaden. Chillig, Stroll. Ah, sorry. Ah, chillig, 5 Sekunden Strafe dafür. Aber Stroll auch. Ja, Junge, jetzt haben wir schon 5 Leute in der Sekundenstrafe. 5 Sekunden. Alter, die KI ist ja so langsam. Hinterm, beim, ja moin, unten gleich nochmal die Wand. Junge, die hatten kalten Reifen. Ja, das hat man gemerkt. Bitte helfen Sie mir. Ach, Kacke. Alter! Ich seh grad einfach, jede Kurve, die du fährst, war ich original genauso. Ich hab Angst. So, und jetzt World of the Outer auf Dokenix eventuell. Nein! Oh, fuck. Oh! Ich verlasse da mal, weil ich habe nichts mehr. Du musst aber auch trotzdem nicht ins Mikro reinpusten. Was soll ich nicht? Das kommt aber, was soll ich nicht? Geh einfach. Wie sich gerade jeder voll konzentriert ist. Ja, Digga, das ist nicht so leicht mit so kalten Reifen. Ja, ich weiß, wie das ist. Ja, aber bitte überhol Dokinex. Du bist besser eigentlich.
Hat man der anderen Liga bei Strong, bei England, Großbritannien gesehen. Jo. Aber ich würde sagen, es ist aber gleich gut. Es ist halt grinst, siehst du immer schon. Ich komme dann gleich wieder, mein Game ist schon wieder gecrashed. Stark. Der ist eh letzter. Warte mal, Raphael? Achso, der ist gerade in der Box. So fährt man jetzt an die Box. Flügelschaden? Wahrscheinlich Flügel. Ja, während des Celtics Flügelschaden bekommen. Hätten die doch keine Box? Digga, jedes Mal, wenn ich jetzt zur Herpin runterkauf fahre, kommt mir so ein schwarzes Stück Stoff entgegengeflogen. Ich denke immer, das ist irgendein Stück von meinem Frontflügel. Hast du einen schwarzen Frontflügel? Ich muss da mal gucken. Nee, du hast einen blauen Frontflügel. Ja, wahrscheinlich habe ich einen blauen Frontflügel. Hast du? Achso, von der Farbe her, ich dachte gerade vom Damage. Ja, dann müsste es ja schon von Jahre sein. Ich weiß nicht, das kommt so schnell auf mich zugeflogen. Ich muss mal gucken, ob man das in der Aufnahme sieht, dann zeige ich das hier nochmal. Ah, Digga, ich erschrecke mich jede Runde aufs Neue. So, wir joinen ein drittes Mal rein. Ich meine, keine Ahnung, was heute los ist. Irgendwie hat das Game Bock auf mich. Oder mega großer Crash. Was? Ernsthaft? So, ich gehe... Duschen, tschüss. Komm, exakt, oh, ich bin 16. Gibt's schon wieder Safety Car? Virtuelles. Ich hasse Virtuelles. Das letzte Mal habe ich eine Durchpassstrafe bekommen wegen Virtuelles. Was bringt Virtuelles Safety Car, ganz ehrlich? Wie viele fahren eigentlich von uns 6 noch mit? 4? 5? 3. Digga, wetten, das Virtuelle Safety Car geht in der Herpin gleich wieder rein, okay. Wo wir einfach alle eine Sekunde haben. Sie ghostet Hamilton und Grosjean hier hinten rum. Nein. Oh Gott. Musst so dick aufpassen da, ne? Hä, Leclerc, was ist hier passiert, Alter? Hier stehen gerade 3 KI-Fahrer Alter, what the fuck, was ist hier los? Hier sind so viele geghostet. Fuck my life, hab ich auf die Zeit gerade geachtet. Okay, ich bin 5. Jungs, ich hab gerade innerhalb von 3 Kurven von Platz 16 auf Platz 5 vorgefahren. Ärgern virtuelles Safety Car war oder was? Ja, weil die KI alle, die stand überall rum und war geghostet. Natürlich. Digga, ich gönn's dir mal, wenn du irgendwie in die Gewand reinknallst. Nee, das ist mein Teammate, das darf ich nicht gönnen, theoretisch. Ich muss für ihn hoffen, dass er reinkommt hier. Ja, Platz 5, dann wäre ich mit Lewis Punkt gleich, glaube ich. Ah nee, Lewis hätte dann 2 Punkte. Hol doch den Russen. Den Russen? Biat. Biat. Wie kann der über 4 sein? Das ist unrealistisch, das ist fuck. Na gut, gleiche Boline. Ach, und Verstappen ist von der 17 auf die 3, richtig, ja geil. Das Game ist so realistisch, actually. Das ist Verstappen eine Runde hinter mir. Dominik, was haben wir gerade gemacht? Weiß nicht, also nee, das ist wahrscheinlich nach dem... Ja, wir sind krass. Oh mein Gott, das hast du nicht gesehen, Dominik. Das hast du nicht gesehen. Nein, ich bin 6. Ich bin gerade eventuell gegen die Wand gefahren. Mit dem Hinterreifen. Du hast nicht mal DRS. Ja, ich war ja auch vor Perez eigentlich und dann kam deine Wand. Digga, yo, okay, du hast ja... Hat er richtig hochgenommen mit dem Move gerade. Du hast ihn außen gar keinen Platz gelassen. Ich hab's nicht gesehen. Was hab ich denn jetzt dann so untersteuern? Digga, der musste richtig abbremsen wegen dir. Och. Oh, Wand, die ist nah. Digga, Vettel fährt erstmal Slalom hinter dir. Ja, ich hab Flügel. Wir haben 3 Reifen auf, solange du fertig bist. Ist hier in der Wand. Round of the other side of this pointer. Nee, da geht's ja nicht rein, die KI. Du kriegst nix? Wir machen ja dann so eine Duo-Karriere in Formel 1 2021, ne? Keine Antwort, ist auch eine Antwort. Ich hab gemacht, aber das hat man nie gehört. Nee, ich hab's gerade nicht gehört. Dann noch eine mit Raphael und dann brauche ich noch eine. Wie, du machst 3 Duo-Karrieren? Dann hab maximal 3 Plätze. Ja, dann machen wir auch noch eine, oder? Wenn ich's mir hole. Wenn du Formel 1 2021 hast, ja. Ja, ich überlege halt, weil das Schadensmodell interessiert mich halt schon ein bisschen. Auch die KIs können so Fälle besser bauen. Ich habe mir das Spiel nicht so oft angeguckt. Ich habe gerade denselben Fehler nochmal gemacht. Das ist der Grund, warum das Spiel holt, weil die KIs bessere Unfälle bauen können. Nee, actually, ich finde es halt lame. Bremst halt noch früher. Ich finde es halt lame, dass die hier keine Unfälle bauen. Also, das war dumm von uns beiden jetzt, aber gut, ich bin wieder aus den Punkten raus. Ich find's halt cool mit diesen Ereignissen, dass man die hat, wie, keine Ahnung, du hast random irgendwie. Das vorhin der Rest ist die Wand. Es war halt wirklich dumm von uns beiden, der Claire. Du musst halt nochmal boxen und du hast 5 Sekunden Time Penalty hier.
Der war gut, der Move. Das Point, dann mach's wahr. Ja, Leclerc hat 5 Kilometer zu früh gebremst und dann... Was hast du denn mit Ralf Höhn gemacht? Digga, der steht da jetzt! Upsi. Digga, warum ist überhaupt Lewis Hamilton der 15. Ich bin 10. wieder. Digga, Kimi ist jetzt 3 Plätze wegen dir hinter. Nee, das Ding ist, Leclerc hat in Kurve 1 gefühlt 8 Kilometer zu früh gebremst und bin ich ihm hinten reingerutscht. Das ist unfair! Jetzt. Ja! Das ist so unfair! Und dann kommt er. Digga, die sind ja schon wieder 108 Grad Kurve, die beiden. Das sehe ich nicht ein. Nee, Tomex, Leclerc hat halt viel zu früh gebremst und dann bin ich ihm hinten reingerauscht und dann hat er mich von außen in die Wand gedreht, deswegen. Digga, Kimi würde halt in die Box kommen, sag ich ganz ehrlich. Ach ja, ich habe eine 5-Sekunden-Strafe. Ja, ich bin letzter. Nee, Kimi geht nicht an die Box. Ach, du hast ja gar keinen Frontflügelschaden gemacht. Ja, was sagst du dazu? Ich sag gar nichts dazu, wer hat dieses Ghosting angemacht? Wahrscheinlich der Lobby. Ja, wahrscheinlich Doki-Dix. Ja, aber sagst du, wenn das nicht gewesen wäre, wärst du mir voll hinten drauf geknallt. Ah, du Großchance, hast du jetzt ja schon raus. Ja, Großchance ist auch schon raus. Ich hab gesagt, das ist voll viele ausgeschieden. Wäre, ja, dann wärst du mir voll hinten drauf geknallt, ne? Nee, ich hätte ausweichen können. Also ja, hatte leider einen kleinen Chlorsteher. Also wenn es so weitergeht, dann komme ich wirklich noch in die Punkte. Wenn die weiter so oft ausscheiden. Ich laufe morgen wieder zum Pool, actually. Digga, ich hab das auch nicht mit harten bis zum Ende, ne? Also ich hab jetzt Mediums. Du brauchst nur noch 21 Stunden, Dokinex, das hast du doch. Ich hab aber jetzt schon wieder 20%. Wie viel fährst du schon, wie viele Runden? Ich kann auch was gucken für dich. 10, glaube ich. Ich komm auch was für dich. Ich am Ende 20%, nee, 40%. Deine Reifen sind gerade mal 9 Runden, alt. Wenn du 30 fährst, dann hast du 60% frei. Wie viele Reifensätze habt ihr noch übrig? Also ich hab noch einen einzigen. Ich dreh mich ja aber jetzt schon fast die ganze Zeit raus. Ich hab mich zweimal in der letzten Kurve weggespinnt. Einmal, weil ich gegen die Wand gefahren bin und einmal, weil ich mich verbremst hab. Aber das, wo ich gegen die Wand gefahren bin, war am geilsten, weil dann Jeche und ich einfach eine halbe Runde ineinander gefahren sind, weil ich geghostet war und erst wieder... Konto Doki next, Spinala. Nee, diese Runde, nee. Ne, werden wir sehen. Vergiss es, Jere. Boah, Junge. Der macht zu. Der verkampft mich. Bist du lebensmüde, ohne Spaß, Dominik, ne? Nicht gelenkt, ich bin einfach geradeaus gefahren. Also so von der Geräuschkulisse, guckt auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu Doki next. Und zu mir. Und auch zu Tomex und zu Ralf und allen anderen auch. Falls die anderen beiden überhaupt einen Neo-Kanal haben. Ja, Luis schon. Ich Schere nicht. Ja. Ehre, Entschuldigung. Ich werde es nie lernen. Dann kommen wir diese Kurven hier rum, was soll das? Es klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Fight, also. Ja, wir sind seit Rennbeginn unter einer Sekunde Abstand. Naja, ob das so spannend ist, weiß ich es nicht. Doki ist halt die ganze Zeit Kampflinien lang geraten. Und sonst ist eigentlich Doki die ganze Zeit nur vorne. Es lohnt anzuschauen. Naja, ich gucke halt die ganze Zeit, so lohnt sich ja nicht, muss ich sagen. Meiner Meinung nach. Wann hast du zu spät eingeschaltet, Tomek? Ich gucke die ganze Zeit zu. Du bist entweder Erster oder machst du mal lang geraten, machst du mal Kampflinie. Also eins von beiden. Hä, hey, warum hat Jere kein DRS? Cool. Spiel hat keinen Bock darauf, dass Jere gewinnt. Ja, Jeff, das würde ich mitbekommen, wenn ich jede Runde 5 Zehntel ausbauen würde. Das würde ich merken. Wäre der Abstand nur 0,8 Sekunden. Oh, jetzt geht jemand auf schnellste Rennrunde. Er hat sich 2 Zehntel in einem Sektor verbessert. Wer denn? Ich. Achso. Ich habe 2 Zehntel im ersten Sektor auf meine persönliche Bestzeit gut gemacht. Meine persönliche Bestzeit ist eine 15,7. Wir hatten die schnellste Rennrunde. Aber warum frage ich überhaupt? Digga, ich sehe halt schon das Pointer bei Lukinix. Natürlich. Oh, 6 Zehntel im zweiten Sektor verbessert.
Ne, das Pointer ist ja wirklich mit einem Scheiß weg. Der ist ja wirklich gleich dran. Und so doof schnell wie Loki nichts ist, der wird ihn halt zerschellt. Ich weiß ja schon, seitdem ich aus der Box raus bin, dass die hinter mir sind. Aber danke, Tomix. Kein Problem. Oh, 14,5. Ich habe mich um 1,1 Sekunden gerade verbessert. 14,5. Meine persönliche beste, schnellste Runde bin ich in Runde 2 gefahren. Oh Gott. Ich sollte aufhören zu reden. Ich in Runde 20. Das Point, du bekommst mega Druck, dass die Balletten hinter dir sind, ne? Du willst unbedingt vorhin sein, oder? Nein, ich will pushen, damit ich Leclerc noch angreifen kann. Das sind noch bloß 11 Sekunden. In 19 Runden. Du weißt schon, seine Reifen sind genauso alt wie deine. Echt? Ja, der hat 3 Runden, genauso wie du. Oh. Das heißt, er muss nicht mal boxen, genauso wie du. Naja, die Mediums brechen auch relativ schnell ein, glaube ich. Ich habe 7% in den 3 Runden bekommen. Wenn du das mal hochrechnest auf 20 Runden. Ja, dann will ich nochmal so Softs nehmen. Am Ende. Ich habe nur noch einen Reifensatz Softs. Ich habe keinen anderen Reifen mehr. Digga, was? Ja. Was wastest du denn mit? Oh, Hamilton geht in die Box. Ja, ich hatte so oft Flügelschaden. Ich musste so oft in die Box. Okay, ich habe wieder Flügelschaden. Hamilton und Gasly kommen gerade rein. Vielleicht kriege ich die ja. Hamilton auf jeden Fall, Gasly nicht, glaube ich. Oh, doch, Gasly kriege ich auch. Der Ghost ist aber auch viel Arschloch, Alter. Ich hasse es. Ich wollte gerade sagen, dein armer Unterboden. Der kann in dem Spiel noch keinen Schaden erleiden. Da hat jemand Glück gehabt. Hat dir das eigentlich Damage gemacht, Jara? Das ist immer so minimal, das nicht juckt. Naja, wenn du das jetzt die nächsten 17 Runden jedes Mal einmal kurz machst, irgendwann so ist er runter. Ja, ungefähr so. Vor allem der eine Mercedes ist ganz vorne dabei, der andere Mercedes ist einfach letzter. Ja, du spielst erstmal CSGO. Hat er vor uns schon. Und dann habe ich ihn mal angeschrieben. Heute ist Koop-Karriere. Achso! Ist sowieso lustig. Von den 6 Leuten, ich habe gestern geschrieben, hey, wie sieht's denn aus morgen? Hieß es vom größten Teil ja. Heute ist die Hälfte nur anwesend. Auf Nachfrage kommt der Rest dann noch. Nur so als Background-Info machen. Auf der Map sind die beiden. Ja, ich dachte, die Nacht wäre Holbock gewesen, die du geschickt hast. Nee, ich da ging so langsam rum, finde ich. Auf der Map befindet sich Hamilton genau hinter Jara. Hamilton ist der Dritte. nee. Ich weiß. Aber nur über eine Runde zurück. Jeff, gerade du vergrößerst das Polster auf deinen Hintermann um einige Sekunden. Ist ja auch klar, wenn ich auf dem besseren Reifen bin. Bro, ihr seid auf dem gleichen Reifen. Na gut, aber der hat sich. Ihr seid sogar auf dem gleichen. Naja, aber er hat eine Runde alt, du hast 5 Runden alt. Das heißt, er hat ein bisschen. Ja, das Medium funktioniert aber dann noch. Also bei der Rundenzahl macht das noch keinen Unterschied. Ist der Medium auf jeden Fall noch besser. Ja, aber also ganz lieber ist Dosch fahren. Ja, ich auch, hoffe ich. Hamilton auch. Ich habe 12%. Mein Game ist gecrashed. Und jetzt wieder überholt.